2015 verunglückten allein in Köln 367 Kinder im Straßenverkehr. Gerade Unfälle mit Minderjährigen gehen den Polizisten sehr nahe. So auch im nächsten Fall von Muri Demir und Tom Meyer. Arnold, 1429 von Arnold. 1429 hört. Heinsbergstraße 80. Anrufer Herr Böhmer meldet VUP, RTW Rollt, NEF Rollt, Sonderrechte frei. Alles klar, wir übernehmen. Die schockierten Eltern haben die Polizei verständigt. Ihr 7-jähriger Sohn ist, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gelaufen und wurde unglücklicherweise von einem Auto erfasst. Das Dramatische, hinterm Steuer saß ausgerechnet sein eigener Vater. Guten Tag, hallo. Hallo. Ah, die Kollegen sind schon da. Oh. Mein Name ist... Hallo. 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 Ich hab meinen Sohn angefahren eben. Alles klar, alles gut. Der hat sich voll vor das Auto gerannt, der kam aus dem Nichts. Und... Wir können ein kleines Stück erstmal an die Seite gehen. Genau, lassen Sie die Kräfte arbeiten. Wir gehen auf die andere Straßenseite. Gott, Nadine, da war was Auto gerade. Der kam aus dem Nix. Ich weiß nicht, was Sie mal mit. Kommen Sie, gehen Sie mal. Gehen Sie mal auf die andere Straßenseite. Kommen Sie Bescheid. Ja, vor Ort angekommen war der Junge im Prinzip noch ansprechbar. Also ich habe ihn auch gleich angesprochen, damit man auch eine gewisse Vertrauensbasis aufbaut. Er konnte auch darauf antworten, hat mir auch seinen Namen verraten. Er hatte natürlich Schürfwunden an den Armen, im Gesichtsbereich gehabt. Aber für uns als Laie im ersten Moment nichts Schlimmes, sage ich mal. Aber zum Glück war aber auch relativ schnell das medizinische Personal auch vor Ort. Okay, atmen Sie tief durch. Okay, so. Genau, ganz ruhig. Sie sind der Herr? Stefan Birnbaum. Birnbaum, Herr Birnbaum. Ist das Ihre Frau, Herr Birnbaum? Ja, das ist Ihre Tochter? Ja. Herr Birnbaum. Sie haben uns gerufen. Was ist denn passiert? Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und da ist plötzlich mein Sohn aus dem Nichts mehr vors Auto gerannt. Ich konnte gerade noch bremsen. Das ist Ihr Sohn, der da liegt? Ja. Okay. Und deswegen, wie schnell sind Sie ungefähr gefahren? Ich bin 30 gefahren. 30? Nicht. Das heißt, Sie wohnen auch hier? Ja, wir wohnen hier. Sie wohnen hier, okay. Ja, die Eltern wirkten ganz normal auf uns. Das heißt, die waren sehr fürsorglich. Ja, das waren jetzt nicht unbedingt irgendwelche Eltern. Auch leider, diese gibt es, die sich nicht um die Familie kümmert, um die Kinder kümmert. Aber hier konnte man natürlich sehen, dass es eine klassische, ich sag mal, Elternteile waren, die auch bemüht waren um die Kinder. Man sah es eben halt auch vom Aussehen her, etc. pp. Der Junge hatte mit seiner Schwester in der Nähe Umgebung gespielt. Weil ihm plötzlich schlecht wurde, wollte er so schnell wie möglich nach Hause und wurde dabei vom Auto erfasst. Die Sanitäter glauben, dass der Junge vergiftet wurde. Du hast ja gesagt, ihr wart ja zusammen unterwegs, ne? Hat der Bruder irgendwie etwas gegessen oder so, dass ihm schlecht geworden ist, weil er gerade eben gesagt hat, er hätte irgendwas vorher verzehrt gehabt, gegessen gehabt? Wart ihr vorher beim Kiosk oder irgendwo einkaufen? Oder seid irgendwo durch den Garten gelaufen? Kannst du nicht nur bei dem Nachbarn. Nur bei dem Nachbarn? Bei denen, ne? Bei ihm. Ja, im ersten Moment war es ja für uns natürlich nichts anderes, wie dass eine Person angefahren worden ist. Ja, hierbei natürlich der kleine Junge. Das medizinische Personal hat uns noch eine weitere Info gegeben, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nicht nur durch dieses Anfahren, sondern auch, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Vergiftung vorliegt. Das ist natürlich wieder für uns sehr interessant, um da nochmal nachzuhaken. Während der Vater seinen Sohn in die Klinik begleitet, bleiben Mutter und Tochter für weitere Fragen vor Ort. Die Polizisten ermitteln, dass die Kinder zuletzt auf dem Grundstück des Nachbarn Verstecken gespielt haben. Sie vernehmen deshalb umgehend den Frührentner. Dabei erfahren sie Unfassbares. Hallo? Tag, wir sind von der Polizei. Tag. Ja. Wir haben noch eine ganz kurze Frage. Ja, klar. Die kleinen Kinder, beziehungsweise jetzt ist er nur noch sie da, auch der Bruder, sie kennen sich wahrscheinlich, ne? Aus der Nachbarschaft. Genau. Nachbarschaft, genau. Ja klar. Ne? Die hatten gesagt gehabt, die waren hier vorhin bei ihm im Garten gewesen. Wissen Sie was darüber? Keine Ahnung, ja, die spielen ja schon mal öfter hier, ja, ne? Seid ihr so reingelaufen oder habt ihr kurz Bescheid gesagt? Nicht Bescheid gesagt, genau. Ist das üblich, dass die einfach jetzt hier reinlaufen? Ist es Ihnen recht? Ja, ne, so ganz nicht wirklich, aber naja, es sind Kinder und... Ja, okay, das ist halt, ne, aber ist nicht, was Schlimmes ist es nicht. Der Hintergrund ist nur mal deswegen, warum wir nachfragen, ist, dass dem Bruder quasi die am Verstecken spielt. Was jedes Kind sagt, ist alles okay, klar, ne? Klar, die haben sich wahrscheinlich dann hier irgendwo versteckt, hinterm Baum oder wie auch immer. Keine Ahnung, und, kann ich nicht sagen. Er hat nur kurz behauptet, weil er momentan nicht so ganz Herr der Lage ist, behauptet, dass er irgendwas gegessen hat und ihm ist schlecht geworden ist. Deswegen wollten wir nur noch kurz mal nachhaken, ob hier irgendetwas ist, ja, was für uns von Bedeutung wäre. Als ich den Herrn Oberling gesichtet habe über den Zaun, hat er auf mich ganz normalen Eindruck gemacht. Ich habe jetzt nicht versucht, ihn irgendwie zu taxieren, sondern das war für mich einfach ein Herr, der jetzt seinen Nachmittag im Garten genießt. Noch ist unklar, womit sich der Schüler vergiftet hat. Die Polizisten nehmen den Garten deshalb genauer unter die Lupe.
Dabei machen sie wenig später einen grausamen Fund. Die Fassade des Frührentners bröckelt und sein wahres Gesicht kommt zum Vorschein. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ihr sollt hier nicht drin spielen. Das ist gefährlich, das ist was ganz Altes. Mein Gott, das ist immer was zu meckern. Mann. Das ist mein Grundstück. Ich gebe noch recht. Verstanden? Ich gebe Ihnen noch recht. Muss alles man gut. Nicht so ausrasten. Genau, alles gut. Wir haben jetzt momentan gerade. Jetzt benehme ich mich noch. Ganz ruhig. Wir haben gerade ein anderes Problem, was wichtig ist. Ja. Ja, auch das ist wichtig. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber hier geht es gerade um Gesundheit. Ne? Ja, Gesundheit. Haben Sie was für uns vorbereitet? Ich doch nicht so auf. Den wollte ich gerade reinbringen. Ist ein bisschen schlecht geworden. Stand er jetzt die ganze Zeit hier? Der steht jetzt hier in der Sonne und in der Sonne ist nicht so gut. In der Sonne. Ungefähr wie lange stand er jetzt hier? So lange hast du den noch nicht gebracht. Ne? Ich habe da eben noch schon was davon gegessen. Ja, klar. Sie haben auch davon was gegessen? Ja, ja, klar, habe ich davon gegessen. Also, er steht schon. Hat es mir extra für mich gebracht? Eine Stunde, dreiviertel Stunde. Oberling, Sie haben jetzt gerade am Baum gebuddelt. Was haben Sie da gemacht? Da ist nichts, da ist nichts Wichtiges. Ich habe den Herrn Oberling gefragt, was er da eigentlich am Baum getan hat. Was hat er da gegraben? Und er hat so etwas abweichend geantwortet, dass da klingeln natürlich bei mir alle Alarmglocken auf. Und dann habe ich mich in die Richtung bewegt. Und als ich die Plastiktüte zur Seite getan habe, also mit dem habe ich nicht gerechnet, was ich da dann finde. Ja, so eine tote Katze, die lacht das da. Das sehe ich auch. Das ist richtig, ja. Die lacht da hinten im Gebüsch. Ich kann da nicht einfach so ein Vieh in die Biotonne schmeißen. Gott. Ja, aber das, das ist der Lucky. Ich wollte unsere Katze. Ihre Katze? Ja. Quatsch, hatte nicht eure Katze. Wie lange, ist das der? Wie lange vermissen Sie denn die Katze schon? Noch nicht. Das ist euer Bettvorleger, oder? Das ist ja eure Katze. Herr Oberling, lassen Sie die unpassenden Gott. Sprüche jetzt. Ja, ey, die hat im Gebüsch gelegen und ich wollte das Ding nicht. Also die Katze kommt hier einfach zum Sterben und Sie verbuddeln die. Und obwohl Sie wissen, dass die Katze der Familie gehört, dann verbuddeln Sie sie, bevor Sie sie darüber informieren. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt den Jungen da habe, der Bauchschmerzen hat, und wenn ich jetzt hier die tote Katze habe, habe ich einen Verdacht, dass das mit Gift zu tun hat. Der Groschen bei mir ist persönlich erst dann gefallen, als ich die tote Katze gesehen habe. Und natürlich in Anbetracht dessen, dass der kleine Junge unter Beschwerden im Magenbereich leidet, dann ist der Groschen bei mir gefallen. Und dann habe ich erst dann wirklich angenommen, dass hier Gift möglicherweise im Spiel ist. Ich weiß, Sie ärgern sich darüber, dass die Kinder zu Ihnen aufs Grundstück gehen. Das ist kein Grund, dass darf ich kurz zu Ende reden? Dankeschön. Ich weiß, Sie ärgern sich und Sie ärgern sich wahrscheinlich auch über die Katze, die ständig zu Ihnen kommt. Aber wir haben jetzt einen Jungen, dem es sehr schlecht geht. Und die Ärzte brauchen eine Information, was er möglicherweise zu sich genommen hat. Du kannst es mal sagen, damit das hier schnell. Ach, jetzt hat der Mensch mal die Schnauze, ja? Kommen Sie, jahrelang, helfen Sie uns. Moment, jetzt bin ich dran. Nicht jahrelang läuft dieses scheiß Viech. Immer wenn wir hier sitzen, läuft die hier rum. Herr Oberling, jetzt bin ich dran. Nein. Okay, ich soll Ihnen was erzählen, dann packe ich es doch richtig aus. Ich sitze mit meiner Frau am Tisch, springt dieser Tier auf den Tisch und ist alles am Versauen. Kann ich alles wegschmeißen. Komm. Die ganze so, jetzt Nacht sagen Sie mir, was Sie ihm gegeben haben. Ja, ich hatte den Obstsalat, ich habe was gegessen. Dachte ich, komm, das Vieh frisst eh immer die Reste. Und was haben Sie rein in den Obstsalat reingemacht? Da hinten was von dem Baum. Sag mal, geht's dir von gut? Welchem Baum? Von dem Obstsalat? Ja, von da hinten, der Baum. Ich weiß einfach, was das ist. Ich glaube, so eine Trollkirsche oder so was Ähnliches. Als ich die Information bekam, dass es sich um eine mögliche Vergiftung mit Tollkirschen handelt, habe ich die Information selbstverständlich über die Leitstelle an das ärztliche Team weitergegeben. Das war die Information, die dem Team einfach gefehlt hat. Und aufgrund dieser Informationen können Sie möglicherweise die richtige Diagnose stellen und natürlich auch den Genesungsprozess einleiten. Während des Versteckspielens mit seiner Schwester hat der Junge heimlich von dem Obstsalat genascht und sich mit den Tollkirschen vergiftet. Der Frührentner beteuert zwar, dass er nur die Katze beseitigen wollte, seine entsetzte Frau sieht das aber völlig anders und macht ihm bittere Vorwürfe. Ganz kurz jetzt, tief Luft holen. Ja? Die familiären Probleme können Sie im Anschluss, wenn wir hier weg sind, können Sie von mir aus stundenlang ausdiskutieren. Wenn es ausartet, dann kommen wir gerne nochmal. Ja? Rufen Sie die 110 an, dann sind wir auch wieder vor Ort. Das ist das eine. Das andere hat ja der Kollege schon gesagt, was Ihnen jetzt vorgeworfen ist. Ja, da sollten Sie sich auch im Klaren sein, dass Sie sich ärgern über etwas, was auf dem Grundstück vielleicht nicht unbedingt sein soll. Kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber trotzdem keine Rechtfertigung. Ja, einfach zu sagen, ich lege mal irgendwelche Köder oder irgendwelche Giftzeugs dahin, sodass ich
die Katze in Anführungsstrichen erstmal hier wegkomme. Aber ja, Sie haben es gesehen, das ist auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Davon ist jetzt auch ein Kind betroffen. Ja, und das sollte man als Erwachsener natürlich wissen. Vor allem, wenn Sie sowieso am Anfang ja gesagt haben, die Kinder haben immer wieder mal, auch wenn sie hier nicht sein sollten. Ja, aber da hinten logisch, sind sie normal. Ich rede, danke. Genau, nicht hier sein sollten, aber trotzdem sich Zugang verschaffen und hier Verstecken spielen oder Krieger oder was auch immer. Ja, so, ja. Ne, das ist dann so irgendwo für mich so ein bisschen grob fahrlässig, einfach zu sagen, ich stelle das trotzdem nochmal auf. Nee, haben Sie ne, recht. Da gebe ich auch zu. Richtig. Also wir diskutieren auch gar nicht mehr darüber. Ich kann den Herrn Oberling dahingehend verstehen, dass natürlich keiner möchte, dass sein Grundstück unbefugt und ungefragt betreten wird. Das ist doch natürlich und klar. Aber ich kann ihn absolut gar nicht verstehen, dass er A, eine Katze vergiftet und B, wenn er einem Kind helfen kann, durch die entsprechende Information so verbittert ist und so unkooperativ ist, dass er quasi ja diese Information, die er hätte schnell geben können, nicht weitergibt. Und das finde ich menschlich unterirdisch. Klara, hast du gut gemacht, dass du uns das gesagt hast. Das hat uns natürlich weitergeholfen. Wir haben das nämlich schon den Ärzten in dem Rettungswagen gesagt. Und die wissen jetzt, was deinem Bruder eigentlich fehlt. Ja, das war toll, dass du uns das gesagt hast. Aber geh bitte nicht mehr hierher, weil das ein fremdes Grundstück ist. Macht man allgemein nicht, okay? Mhm. Nicht, dass sowas nochmal passiert. Ja. Verstanden? Genau. Ja. Gut. Wegen deinem Bruder brauchst du dir erstmal keine Gedanken machen. Dem geht es bestimmt bald gut, bald besser. Und genau, pass schön auf die Mama auf erstmal. Wir haben auch jede Daten soweit aufgenommen. Ja. Wenn wir noch irgendwelche Fragen haben werden sollten, dann kommen wir nochmal auf sie zu. Genau. Und sie werden auch noch von uns angeschrieben. Wir haben auf jeden Fall einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und wir haben auf jeden Fall mindestens eine fahrlässige Körperverletzung. Auch die fahrlässige Körperverletzung kann zu einer Gefängnisstrafe führen, aber wie schon immer, wie wir immer sagen, das Strafmaß legt immer das Gericht fest. Der vergiftete Junge hat sich schnell erholt und durfte die Klinik nach 2 Tagen wieder verlassen.